Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir mein Video wieder anschaust. Heute bin ich hier wieder an der Küste unterwegs, in meinem Heimatort in Cuxhaven, und ich möchte euch hier eine ganz besondere Anlage direkt mal vorstellen, die in der Vergangenheit und so ziemlich sicher auch in der Zukunft für Cuxhaven sehr wichtig ist und war. Und dabei handelt es sich um den Fischereihafen. Ja, und ich stehe jetzt hier auch direkt vor dem alten Fischereihafen und ich möchte euch jetzt wieder ein bisschen was über den historischen Hintergrund dieser Anlagen erzählen. Und dann zeige ich euch auch wieder etliche Drohnenaufnahmen, die ich hier gemacht habe, und auch noch einige Details der Hafenanlagen. Also lasst euch überraschen und viel Spaß mit dem Video, wünscht euer Matthias. Der Fischereihafen in Cuxhaven hat eine lange und bewegte Geschichte. Gegründet wurde er ursprünglich im Jahre 1908 und der Hafen ist noch heute einer der größten Fischereihafen in ganz Deutschland. Im Jahre 1908 fand dann auch die erste Auktion im Seefischmarkt hier in Cuxhaven statt. Dazu wurden von 13 Dampfschiffen insgesamt 3500 Tonnen Fisch angeliefert. Die Hafenanlagen wurden immer weiter vergrößert. Es kam dazu das Stäubenhöft,
der Amerika-Hafen, die Netzhalle, ein Eiswerk und sogar ein großer Fischversandbahnhof. In den 30er Jahren wurden dann insgesamt 100.000 Tonnen Fisch angelandet, hier im Fischereihafen in Cuxhaven. Ja, nach den guten Anfangsjahren dann erfolgte natürlich der Zweite Weltkrieg mit den entsprechenden Zerstörungen. Cuxhaven blieb davon aber weitestgehend verschont, zum Glück. Und so hatte der Fischereihafen in Cuxhaven einen immensen Anfangsstartvorteil vor den Häfen in Bremerhaven und Hamburg, weil diese durch die Bombenangriffe der Alliierten, also hauptsächlich der Amerikaner, doch erheblich zerstört wurden. Und die Fischindustrie hier in Cuxhaven erreichte dann auch in den 50er Jahren ihren Höhepunkt mit insgesamt 7.000 Arbeitsplätzen für die Leute hier. Das war schon eine ordentliche Hausnummer. Und dann in den 70er Jahren kamen ja die internationalen Fischfangbeschränkungen, die Fangquoten, wodurch dann im Allgemeinen in ganz Deutschland die Küstenfischerei und Hochseefischerei auch an Bedeutung verlor. Ja, jetzt gehen wir an dieser Seite des Hafens noch mal ein bisschen weiter. Da hinten liegt dann auch das Schiff der Küstenwache von Cuxhaven, das Polizeischiff Bürgermeister Brauer. Das hat hier seinen Standpunkt und auch die komplette Küstenwache ist hier in Cuxhaven im alten Fischereihafen beheimatet seit 2007. Und dann haben wir hier nochmal das wunderschöne Polizeischiff. Zeige ich euch hier noch mal ein wenig im Detail. Es hat zwei Beiboote, damit man auch mobil immer im Einsatz ist. Die Bürgermeister Brauer. Okay, da liegt dann das zweite kleine Boot. Dann nehme ich euch jetzt noch mal mit. Hier um die Ecke. Da sehen wir dann auch die Dienststelle der Wasserschutzpolizei Hamburg in Cuxhaven hier beheimatet. Ja, das ist dann die Wasserschutzpolizei, die Küstenwache hier in Cuxhaven mit ihrem schönen Polizeiboot.
gesamte Bereich des Hafens steht heute denn auch unter Denkmalschutz. Aber es gibt etliche Planungen für die Zukunft. So sollen zum Beispiel in diesem Bereich hier neue Betriebe für die Touristik und Gastronomie entstehen. Das Ganze soll komplett umgebaut werden, halt für den modernen Tourismus angepasst, da ja viele auch gerne Urlaub im eigenen Land jetzt mittlerweile machen, könnte sich das Ganze schon lohnen. Dazu sollen weitere neue Hotels entstehen. Das erste davon seht ihr hier schon im Hintergrund, das neue Hafenhostel. Das ist schon an den Start gegangen und daneben sollen dann weitere auch noch kommen. Des Weiteren ist geplant, dann auch die Gastronomie noch weiter auszubauen hier in den Hafenanlagen. Es gibt schon bereits einige erste Beispiele dazu, zeige ich euch hier mal. Das ist so eine Art Strandcafé, wie sie ja mittlerweile immer mehr beliebt werden in Deutschland, in den Städten. Auch in Städten, die jetzt nicht unbedingt eine Anbindung direkt zu dem Meer haben. So in Uferbereichen wie in Hamburg zum Beispiel an der Elbe wird da einiges Schönes gemacht. Das sind halt so die ersten Versuche hier in Cuxhaven da auch ein wenig von zu partizipieren und Geld damit zu verdienen. Hier hinter mir könnt ihr dann auch das neue Hafenhostel von Cuxhaven sehen, das vor kurzem errichtet wurde. Es gehört zu dem neuen Konzept des Fischereihafens, dass hier einiges an Touristik und Gastronomie neu entstehen soll. Das ist dann also der erste Schritt in diese Richtung. Ein richtiges Fotomittel. Ja, wirklich die hübschesten. Ja, und dann läuft auch hier eines der Ausflugsschiffe, die Jan Cox 2, gerade ein. Schön, dass wir das mit drauf bekommen. Mit diesem Boot kann man halt tolle Touren zu den Seehundbänken machen. Und die gesamten Hafenanlagen auch erkunden. Ja, und dann fährt sie vorbei an der Wasserschutzpolizei, die Jan Cox 2, das Ausflugsschiff. Gute Reise und viel Spaß bei den Seehundbänken. Hier liegt dann auch noch mal einer der letzten verbliebenen Fischkutter, Krabbenkutter. Da haben wir die Tina aus Cuxhaven.
Da werden die Fang- und Kochvorrichtungen für die Krabben gesäubert gerade. Das wird ja alles automatisch an Bord gemacht. Nachdem der Fang eingeholt worden ist, werden die Krabben gleich gesäubert und auch gekocht an Bord, damit die Fischer die Krabben dann auch gleich im Hafen verkaufen können. Ja, so wichtig die Fischereiindustrie dann auch war für Cuxhaven, in den 70er Jahren wurden sehr restriktive Fangquoten international beschlossen, die die Küstenfischerei und Hochseefischerei immer mehr unrentabel machten. Nicht nur hier in Cuxhaven, sondern überall in Deutschland an der Küste. Und so ging die Fischindustrie dann langsam da nieder. Und heute müssen neue Konzepte her, Touristik- und Gastronomiekonzepte, um diese Lücke zu füllen, damit wieder neue Arbeitsplätze entstehen können. So wurden in Cuxhaven dann halt auch ein Projekt ins Leben gerufen, das vorrangig den alten Fischereihafen umfasst, um hier neue Betriebe anzusiedeln. Angefangen mit den Hotels, das erste habe ich euch ja schon gezeigt, das neue Hafenhostel. Und das soll dann auch weitergehen mit der Gastronomie und noch weiteren Hotels. Die gesamten Anlagen hier, die Gebäude sollen saniert werden, restauriert und es soll halt alles hübscher und schöner werden. Da blende ich euch mal so ein paar Studien ein. Hier im Hintergrund hinter mir könnt ihr das auch so ein bisschen sehen, was da geplant wird. Das soll halt jetzt beginnen. In diesem Jahr ist der Startschuss dafür gesetzt worden. Und man wird halt sehen, wie lange das dann dauert, wie gut das international auch oder national angenommen wird, dieses Konzept. Dadurch wird sich das Bild des Hafens natürlich schon ganz schön verändern. Aber man kann nur hoffen zum Positiven. Und ja, mal schauen, was daraus wird. Ich werde auf jeden Fall euch darüber berichten, über den Fortschritt, was es da so Neues gibt. Und dann könnt ihr euch das bei mir auf dem Kanal anschauen und seid da immer gut informiert darüber. Wenn ihr selber mal Lust habt, in Cuxhaven vielleicht Urlaub zu machen, ist auch nicht die schlechteste Idee, dann könnt ihr mich auch kontaktieren vorher, wenn ihr das möchtet. Und dann kann ich euch ein bisschen was zeigen hier. So, und dann sind wir auch schon wieder am Ende meines kleinen Rundgangs hier angelangt mit euch durch den Fischereihafen in Cuxhaven. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben und lasst einen kleinen Kommentar da. Ihr kennt das ja. Und auf jeden Fall denkt auch daran, die Glocke unten zu aktivieren, damit ihr immer informiert werdet, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich mache dann auch noch ein Video vom Amerika-Hafen hier. Das kommt dann in Kürze. Ja, und so lange bis dahin bleibt mir dann nur, euch zu wünschen, dass ihr alle gesund bleiben sollt. Unternehmt was Schönes mit Freunden und Familie. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias. Ich fühle mich verfolgt. Ich fühle mich so verfolgt. Ich fühle mich gestalkt von Ihnen. Bitte unterlassen Sie das. Sie haben nicht meine Erlaubnis, mich zu filmen. Bitte beachten Sie das Recht am eigenen Bild.